So, gut, warte, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Obwohl das wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Wir müssen trotzdem da hoch. Und jetzt, was hast du jetzt mit der Mütze vor? Schön, schön rumposen. Insta. Ich will da rein. Doch. Ja, das ist der Captain, ist doch klar. Ach ja, Mann, klar. Natürlich. Der Captain auf alles. Ja, aber cool. Wo hast du die denn ersteigert? In der E-Bucht? Oder wo? Erstanden. Ersteigert, erstanden war der korrekte Ausdruck. Wo kriegt man denn sowas? An- und Verkauf. An- und Verkauf. Da kann ja alles sein. Ohohoho. Okay. Wolltest du nicht den Kran runterlassen? Mir geht die Moon aus. Ach so. Oh, boah. Okay, ja, wir kommen. Kurz lesen. So heißt die Art des Geschäfts. Sowas gab es früher öfter. Ein An- und Verkauf. Ja, ja. Gab auch noch eine vom russischen Maya, aber die war schon mit Gebrauchsspuren. Ah, aber russischer Maya würde ja gut hier zum Metro passen, ne? Du bist nicht schlecht, Bruder. Das war irre. Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst. Naja. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Fast, ja. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Oh, Entschuldigung. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz. Gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen. Die haben echt alle lange nicht mehr geredet hier. Seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Oh. Gerne, danke. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genau. Ah. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Was ist Fernglas? Dort, zur Rechten. Der riesige Hangar. Das ist halt! Halt, halt, halt! Was ist denn Fernglas? So schnell konnte ich ja gar nicht gucken.
Ah, schnell speichern ist er 5. Okay. B. B wie Bernglas. Ah, danke. Da sind lauter Graffitis. Jetzt Haferschläft dort, weißt du? Ah, so. Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man ein Noculars, so. Klar. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Wollen wir nicht erstmal essen gehen? Das ist die Kirche, wo wir eben waren. Ganz schön groß hier, ne? Nicht schlecht. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Ja. Oh. Was passiert hier? Ja, tschüss Spiel. So, jetzt kommt ein Fehler und zwar die Anwohner waren nicht sehr erfreut, uns hier zu sehen. Nach dem Krieg haben sie hier offenbar einen technophoben Kult aufgebaut. Und die Anführer hat mich in der halb überfluteten Kirche eingesperrt. Normalerweise sollte dann nicht, was mir angetan hätten, wenn die Kultisten mich in die Finger bekommen hätten. Aber mit Hilfe einer Frau namens Katja, die sie hier gefangen hielten, konnte ich entkommen. Zum Glück konnte ich übermäßige Verluste dabei vermeiden. Katja erwähnte einen Zugführer namens Crest, der sich am Hafen vor den Kultisten versteckt. Er könnte uns helfen, die Aurora zu reparieren und die Brücke zu überqueren. Jetzt ist vermutlich ein guter Zeitpunkt, ihm einen Besuch abzustatten. So. Das ist der Ladebildschirm und normalerweise sieht man das, was gleich kommt, schon früher. Aber aus irgendeinem Grund spielt er erst das Audio ab, lädt im Hintergrund und zeigt den Bildschirm dann erst, wenn das Spiel geladen ist. Salbeitee habe ich keinen gefunden, aber einen gegen Reizhusten. Na siehst du, das passt doch. Das ist doch super. Aber der schmeckt bestimmt scheiße, oder? Wenn Tees gegen Husten sind, dann schmecken die meistens scheiße. So, ne? Normalerweise sieht man diesen Bildschirm, aber irgendwie lädt das Spiel. Und ich vermute, das liegt ein bisschen am RTX. Das hat man nämlich beim letzten Mal kurz aus und dann war es besser mit diesem Bildschirm. Jetzt haben wir es aber wieder an. Keine Ahnung. Soll uns aber keinen Abbruch tun. Mal sehen, oder? Mal schmecken. Ja, schmeck mal. Ich hab's gehört. So, jetzt sollen wir das einmal nehmen. Und dann schauen wir mal rum. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Der Tafel schläft dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen. Der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. So, da ist letztes Mal das Spiel abgesemmelt. Ich hoffe, es bleibt jetzt stabil. Ich weiß übrigens nicht, wo der hinzeichnet. Der sagt ja Brücke. Und dann, ach, dann meint er die Brücke hier und dann da. Ach so, und dann da weiter rechts. Ja gut, okay. So. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause.
Und ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst schon hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schüchtern. Bitte was? Ah, wir können jetzt die Werkbank benutzen. Das ist ein neuer Aspekt hier im Spiel. Ich guck mich drauf. Ich muss dir sagen, dass das Ach. Nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Du bitte was? So, hier können wir irgendwas machen. Was können wir denn hier machen? Moon herstellen, ne? Ah ja, wir können Moon herstellen. Das können wir nicht herstellen. Ich habe den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder drauf noch zurückgewinnen. So. Oh. Was ist das? Spartanerhelm. Helm ist wichtiger Ausrüstungsgegenstand aller Spartaner und bietet einen angemessenen Schutz vor Geschossen. Bei den Ausflügen an die Oberfläche ist die sehr wichtig. Außerdem erleidet er für den bequemen Einsatz einer... Ich wette, die würden glauben, dass der jüngste Tag gekommen ist. Und gerade noch rechtzeitig. Kompass. Ah! Montieren. Sehr geil. Reparieren für 11. Bei den Bestien ist das jedoch anders. Nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin. Einer davon ist kein Problem, aber triffst du auf ein Rudel, solltest du laufen. Einmal musste ich alles wegwerfen, um davon zu kommen. Und dabei hatte ich wirklich Glück. Ach, reinigen. Die Schweinehunde sind schlau. Sie werfen Steine. Wir müssen die Waffe reinigen. Haben die in den beiden ersten Teilen auch schon Deutsch gesprochen? Habe ich irgendwie vergessen. Ja, aber mit so einem ganz schlimmen russischen Akzent. Aber Menschen sind immer schlimmer. Neulich kam ein paar Banditen her. Also so ein übertriebener russischer Akzent. Keine so, wir Ahnung, werden jetzt einmal... Wir gehen erst gar nicht zur Brücke oder zum Dorf. Sie saßen nur hier und... Wir reinigen unsere Waffen mal. Das bedeutet sicher nichts gut. Außer die, die finde ich kacke. So. Interessant, alles neu. Was ist der Typ mit dem Quatsch, der? Ah. Ja, ich könnte ewig weiterreden, aber euer Anführer will ja, dass etwas erledigt wird. Mach einfach weiter, ich suche hier ein paar Sachen zusammen. Wir treffen uns dann am Zug. Ach so, ja, alles klar, stimmt. Den sollten wir ja zum Zug holen. Der ist ja Technik. Ja, das sieht aber jetzt nicht so aus, als würdest du... Diese Seilrutsche führt nach unten. Wow, einfach hey! Einklinken und los hey, jetzt triggert er hier einfach was. Ich wollte mich noch umgucken. Aber ich glaube, wir haben alles. Aber rutsch ruhig runter, gar kein Problem. Achso, alles gut. Ich habe nicht geschimpft. Ich habe nicht geschimpft. So, siehst du, hier ist nämlich noch was. Guck mal hier, oh Gott. Ja, Loot. Gifte Loot. Wir müssen Teebeutel für Sunny suchen. Oh, was ist das denn? Ruhe dich aus, um eine andere Tageszeit abzuwarten und dich zu erholen. Sollen wir? Mal gucken, was passiert. Er wartet bestimmt nur bis Tag, oder? Ach, jetzt können wir weg. Was ist denn S? Guck mal, hier. Was ist das? S, was macht es? Was für mich suchen? Teebeutel. Was ist das hier? Was macht S? Also das hier ist bestimmt bis zur Nacht schlafen. Das ist bis zum Tag schlafen. Das ist abbrechen. Das S. Was ist denn Eigen? Das erkenne ich ja kein Stück. Das muss man machen. Ach, was trinken? Können wir was trinken? Sollen wir mal bis zum Tag schlafen? Haben wir Vorteile davon? Vielleicht, oder? Wecker stellen, aufs Ohr hauen, weg. Oh, das ist ja schön, wenn es so ginge. Boing, was hat das denn für ein Sound? Hektischer Vogel. Abstürzender Mond. Ui, ach krass.
Ach, fieses Geräusch. So, schon besser. Taschenlampe ist aus. Die können wir noch einmal kurz aufpumpen. Dann haben wir sie, wenn wir sie brauchen. So, okay. Alles klar. Er hat jetzt die ganze Nacht draußen gestanden, oder was? Ach nee, er ist schon beim Zug. So, was hat er jetzt gesagt? Wir haben jetzt, irgendwo hat er doch gesagt, er hat noch, Lager. Endlich habe ich ihn getroffen. Dieser Crest scheint ein wahrer Abenteurer zu sein. Sam, Samir, bitte melden. Anna ist weg. Oh. Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen herum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus. Irgendwas scheint hier unten zu sein. Oh, mal abgesehen von den Gesellen. Aber... die Seilrutsche geht darüber. Safe. Ja, wird wohl. Aber guck mal, wenn wir uns hier die Karte angucken, wir sind ja hier unten. Unten links. Wenn wir so in die Richtung da schauen, da ist ein Fragezeichen. Das ist bestimmt das Lager, was der erwähnt hat, oder? Da könnten wir eigentlich mal gucken gehen. Geronimo! Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut abgebremst. Das habe ich schon schlimmer gesehen in Spielen. Weil wir brauchen ja unbedingt hier auch Krempel, um uns verbessern zu können. Stört hier irgendwas meine Maus? Nee. Was ist... Ich bin mir noch ein bisschen unsicher immer, wo was zu looten sein könnte. So, den hätte ich aber eigentlich auch killen können. Wäre vielleicht besser gewesen, oder? Weil der wieder aufsteht. Extrem sauer und angefressen. Was ist das, sowas? Das muss ich noch lernen zu erkennen. Das ist nämlich alles wichtiger Loot. Ekelhaft. Nichts gehabt. Finde ich auch die Atmosphäre wieder geil. Ah, oh, ist das ekelhaft. Ich hasse es. Das haben die echt noch verschlimmert. Ich fand ja in den anderen Teilen schon das so fies, wenn diese Spinnenviecher über die Leichen gekrochen sind. Das kriechen die auch noch über uns, ey. Aufpassen, dass ich keinen Herpes kriege. Live dem Herpes hier im Stream beim Wuchern zu gucken. Widerlich. Widerlich. Aber umgucken lohnt. Ist die Grafik nochmal besser? Ja. Ist sie. Das Spiel ist ja dieses oder letztes Jahr rausgekommen. Korrigiert mich. Ich meine dieses. Und sie ist besser, vor allem, weil das so ziemlich mit das erste Spiel war, was auch Raytracing auf den RTX-Karten unterstützt.
Daneben war, glaube ich, parallel nur Battlefield. Aber bei Battlefield wurde das nachgepatcht. Ah, der Weg stimmt in etwa. Ich würde trotzdem nochmal gern hier hinten gucken. Es ist halt ein bisschen open-worldiger auch als die alten Spiele. Das heißt, wir können hier durchaus auf Beutezüge gehen. Wie auch langsamer wird, wenn man durch so Gestrüpp geht. Das ist ein nicht zu verachtender Aspekt. Und wir können klettern. Das ging in den... Da ist der Fisch. Da ist der fette Fisch gewesen. Ist er doch, ne? Ich weiß nicht, ob man den killen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich es versuchen möchte. Sind wir nicht von hier gekommen? Boah, fast. Fuck, fuck, fuck. Wie viel sind hier? Wie viel sind hier? Es hört sich an wie zwei. Ja. Nenn Pet nicht so. Was? Wie? Wie habe ich Pet denn genannt? Hier sind noch mehr. Raytracing ist zurzeit doch eher Spielerei. Es dauert sich ein bis zwei Grafikkartengenerationen, bis es richtig läuft. Ja, wir haben es hier aber mal an. Fuck! Das war extrem dumm. Er ist nur groß. Schaue den Streamer nur nebenbei, weil ich auch gerne... Was? Versuch mich mal noch zu verstecken. Oh hier, können wir uns hier verstecken? Schau den Streamer nur nebenbei, weil ich auch gestern zum Geburtstag erstmal alle KCD-DLCs gegönnt habe und die bin ich gerade am Zocken. Ah! Ach, den Stream nur nebenbei. Ja, alles klar, kein Problem. Genieße das Spiel. Genau, du hattest Geburtstag. Dann alles Gute nachträglich, wenn dem so ist. Mir gestern zum Geburtstag, ja. Happy Birthday. Ich hoffe, du hattest gestern wie unser Arsch gerade Kirmes. Obwohl, wir sind, glaube ich, ganz gut davon gekommen. Und wir brauchen unbedingt eine Waffe, die etwas ruhiger ist. Obwohl, hat die hier einen Schalldämpfer? Die hat ja einen Schalldämpfer, ne? Das hört sich irgendwie bei mir an, als wären die überall. Ich glaube, das liegt daran, dass die auch überall sind. Kann das sein? Ach, von hier sind wir ja gekommen. Ich erinnere mich. Oh oh, Atemschutzmaske an. Die wieder ausnehmen hier? Ja. Glaube. Ich weiß es nicht.
Das ist die Lagerhalle. Lass nochmal gucken. Sandy, du kannst doch bestimmt mit der Erkältung jetzt sowieso super gut tröten, oder? Wir müssen zum Boot. Das ist irgendwo da im Norden. Und dann müssen wir da hinten rüber. Diese Geräusche. Ganz bestimmt. Ja, kriech einfach drüber. Ist sicherer. Ist auf jeden Fall sicherer, da drüber zu kriechen. Scheiße, sind hier viele. Aber wir kommen hier eh nicht weiter. Außer... Das sind nur drei. Aber sicher nicht so wie... Ja, niemand kann so tröten wie Benjamin Blümchen. Hallo, Otto. True, true. Würde mich schon reizen, da lang zu gehen, obwohl wir da nicht drüber kommen. Wir müssen halt zu dem Fragezeichen da unten. Kennt ihr die Werbung? Welche Werbung? Und wisst ihr, was extrem geil ist? Da ist der Fisch, da ist das Boot. Wie sollen wir das denn bitte schön hinkriegen? Wir versuchen doch erstmal den Landweg. Welche Werbung? I need more information about this. Wir sind mal vorsichtig. Stöhnen halt ein bisschen lauter. Ja, ich stehe jetzt nicht auf, mein Handy liegt in einem anderen Zimmer, aber ich poste später mal einen Link in Discord. Alles klar, mach das. Kommen wir denn hier sicher vorbei? Eben haben die uns alle den Rücken zugewandt. Was macht er denn da? Steht man heutzutage so? Ist das modern? Oh oh. Da sind noch mehr da hinten. Was wir mal versuchen könnten, wäre... Das war das Rad. Wir haben nur einen Molotow. Ach, und wir können natürlich auch ablenken, ne? Oder wir schleichen einfach hier hinten lang. Scheiße. Falsche Waffe. Das gibt's doch nicht. Er versteckt sich. Tee ist trinkbar. Okay. Schmeckt scheiße, aber geht. Jetzt aber. Weil wenn die uns eh gesehen haben, ist es, glaube ich, total wurscht, ob wir Krach machen und entdeckt werden können hier. Dann können wir uns hier wenigstens mal in Ruhe umschauen und ein bisschen schneller, ohne die ganze Zeit schleichen zu müssen. Ob es hier noch Goodies gibt. Sind wir hier schon am Ende? Ach, Heiliger. Wirklich. Ich hatte gehofft, hier hinten gibt es noch ein Boot.
Hier ist aber nix. Kein Boot, kein gar nix. Das kann... Boah, natürlich kann das sein, aber... Muss das sein, dass wir jetzt dann wirklich an diesem Fisch wieder vorbei? Ich will auf jeden Fall zu dem Fragezeichen.